Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen bei uns zu Hause im Haus mit dem Rosensofa. Ich darf euch heute einen tollen Taschenorganizer zeigen. Ich habe die Almut genäht, ihr könnt aber auch eine Variante ohne Klappe nähen, das nennt sich dann Helmut. Dieser Organizer hat genug Platz für ein Handy, ein Stift, bis zu 4 Kartenfächer und ein Reißverschlussfach gibt es auch noch. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Hier seht ihr meine vorbereiteten Teile. Ich möchte gern das zweite Steckfach für Karten durchsichtig haben. Da habe ich ein dickeres Stück Tischdecke. Das werde ich mit einem Schrägband einfassen. Alles andere so vorbereitet, wie es im E-Book steht. Ich möchte einen Magnetverschluss anbringen. Und ich habe ein Stück Paspelband für die Verbindung zwischen dem schrägen Stück und dem Rest. Als erstes werden die Flieser aufgebügelt. Hier könnt ihr sehen, wie ihr die Fliese aufbügeln sollt. Das Schnittmuster liegt direkt immer auf dem Vlies. Los geht's mit Teil 7, das ist das Steckfach. Das legt ihr links auf links zusammen. Und dann hier oben einmal die Kante abnähen. Ich habe diese Naht genutzt, um gleich ein Stück Schrägband mit festzunähen. Das ist rein dekorativ. Ihr nehmt jetzt euer Teil und legt es auf das Futterteil, das ist das Teil 3. Bünde ich hier unten an. Das Steckfach ist ja für ein Handy und einen Stift gemacht. Am besten nehmt ihr euer Handy bzw. das, was da nachher rein soll, einmal und guckt, ob das passt. Das ist die Linie, wo abgenäht wird und die ist passend für ein Samsung S6. Meins scheint ein bisschen kleiner zu sein. Ihr müsst natürlich die Nahtzugabe hier bedenken und die Höhe von eurem Gerät. Ich denke, ich kann ein Stück weiter rechts abnähen. Hier seht ihr meine Markierung. Mein Handy ist tatsächlich etwas schmaler. Die ist 3 cm vom Rand entfernt und die wird jetzt abgenäht. Das ist eine radierbare Tintenpatrone in diesem Stift. Also nicht, dass ihr euch wundert, das sieht man nachher nicht mehr. Ich würde hier oben mit einer schmalen Zickzackraupe anfangen und dann hier mit dem Geradstich runternehmen. Es geht weiter mit eurem Reißverschluss und den Endstücken. Die Endstücke werden jeweils 1,5 cm links auf links zusammengeklappt und dann so um den Reißverschluss gelegt, dass das Ende vom Reißverschluss auf das Ende vom Streifen trifft. So sieht es aus. Knappkantig einmal festnähen, also knappkantig an dieser Kante, von oben nach unten, hier genauso. Das Stück hier zurückklappen und den Reißverschluss auf 1 cm einkürzen. Sollten eure Stücke hier noch breiter sein, könnt ihr das auch gerade abschneiden. Ihr braucht das untere Teil vom Reißverschlussfach und die Verstärkung liegt hier an der oberen Seite. Der Reißverschluss wird rechts auf rechts draufgelegt. Da meins jetzt etwas breiter ist, habe ich mir die Mitte gesucht, lege das rechts auf rechts zusammen. Ich habe ihn mit Stylefix befestigt. Ihr könnt natürlich auch klammern oder stecken. Jetzt braucht ihr euren Innenfutterstoff, den legt ihr genauso oben an die Kante, rechts auf rechts, wieder entweder kleben, klammern oder stecken, dann ein Reißverschlussfüßchen einbauen und hier einmal festnähen. Stoffe vom Reißverschluss wegklappen und knappkantig einmal abnähen. Das ist das kleine Teil vom Reißverschlussfach. Das wird wieder rechts auf rechts da drauf geklappt. Klammern, stecken oder kleben. Ich habe es wieder geklebt, so sieht es aus. Umdrehen, hier habt ihr den Futterstoff. Braucht das zweite Teil Futterstoff. Rechts auf rechts drauflegen, auch an der oberen Kante befestigen. Wieder Reißverschlussfüßchen einbauen und hier einmal längs nähen. So, das obere Teil wird nach oben weggeklappt. Das Futterteil bleibt nach unten hin liegen. Die Nahtzugabe zeigt automatisch nach oben. Hier knappkantig einmal absteppen. Jetzt das überstehende Teil vom Futter abschneiden. Jetzt kommt der Reißverschlussschutzstreifen dazu. Flieseline ist aufgebügelt. Die offenen Kanten zeigen zu den Kanten des Stückes. Wie ihr seht, habe ich hier meine Endstücke abgeschnitten. Also, so aufsetzen
und rundherum festnehmen. Natürlich nicht diese Kante, sondern ihr fangt hier an, verriegeln innerhalb der Nahtzugabe bei 0,5 cm etwa hier hoch, hier rüber, hier wieder runter, hier wieder verriegeln. Ich lasse dieses Teil weg. Ich habe hier ein Stiftfach eingebaut und mein Reißverschluss kann meinem Handy nichts anhaben. Deswegen lasse ich den offen. Es geht mit den Kartensteckfächern weiter. Das ist die Seite, die verstärkt ist. Die liegt oben. Da ist also die Flieseline aufgebügelt. Knapp kann ich einmal abnähen. Wenn ihr zwei davon möchtet für vier Karten, macht ihr das mit beiden Teilen. Ich habe ja meine verhältnismäßig dicke Folie, deswegen liegt die bei mir nur einmal. Könnt ihr aber auch doppelt legen. Und da die werde ich einmal hier oben mit einem Schrägband einfassen. Da man nachher, wenn mich... Die werden nachher so zusammengenäht. Man sieht also die untere Kante vom hinteren Steckfach, wenn ihr da nichts drin habt. Um das zu vermeiden, könnt ihr das nach hinten umschlagen, 0,5 cm und da noch einmal drüber nähen. Das Reißverschlussfach liegt vor euch. Das obere Kartenfach wird 1,5 cm vom unteren Rand entfernt aufgelegt. Und hier auf der schon vorhandenen Naht einmal festgenäht. Dabei müsst ihr unbedingt die hinteren Teile von eurem Reißverschlussfach nach hinten wegklappen, weil ihr sonst das Fach nämlich zunäht. Darauf könnt ihr jetzt das Klarsichtfach legen, wenn ihr es dann auch so machen möchtet. Und auch das wird hier unten am Rand einmal festgenäht. Die Mitte hier markieren. Ich kann das ganz gut machen, indem ich das einfach einmal falte. Und von diesem Kartenfach, da fangt ihr an, einmal hier runter nähen. Die nach oben gefalteten Stoffe können jetzt wieder nach unten gefaltet werden. Und das Ganze wird jetzt hier innerhalb der Nahtzugabe einmal zusammengenäht, weil da nachher beim Zusammennähen die Wendeöffnung ist und ihr sonst Schwierigkeiten habt. Jetzt werden die beiden Innenteile zusammengenäht. Hier oben ist das Stiftfach, hier ist der Reißverschluss, das könnt ihr ja gut sehen. Rechts auf rechts zusammenlegen. Und hier einmal zusammennähen. Auffalten. Die Nahtzugabe landet dann eigentlich automatisch auf der rechten Seite. Und auf der rechten Seite wird jetzt auch einmal knappkantig abgesteckt. So, ich habe mich für einen Magnetknopf entschieden. Vorher muss ich aber die beiden Außenteile zusammennähen. Und ich möchte hier dieses Paspelband einarbeiten. Die Naht muss auf der Begrenzung der Nahtzugabe liegen. Also wir nähen mit 0,75 Füßchen breit. Das heißt, die Naht des Paspelbandes muss auf der Naht liegen, die ich gleich nähe, also bei 0,75 cm. Das Paspelband ist 0,5 cm breit. Ich nähe die also fest mit einem Abstand von 0,25 cm. Jetzt werden die beiden Teile zusammengenäht. Ihr seht, dass hier die Ecke rausguckt und das ist hier oben auch so, die guckt hier drüber. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ob das passt, dann könnt ihr das festhalten. Beziehungsweise einmal klammern und schon mal probeweise nach außen klappen. Und dann müssen die Kanten hier natürlich übereinstimmen. Also ich werde das jetzt nochmal mir erstmal feststecken und gucken, ob es auch wirklich passt. Und dann nähe ich auf der Paspelnaht hier nochmal lang. Das ist eben die Naht, die ich eben gemacht habe. Die Nahtzugabe guckt in das längere Teil. Und dann wird auf diesem Teil noch einmal knappkantig abgesteppt. Jetzt können wir den Magnetknopf anbringen. Dazu werden die beiden Teile links auf links zusammengesteckt. Wenn ihr euren Futterstoff auch nicht verstärkt habt wie ich, dann braucht ihr ein kleines Stück Flieseline H250. Ich habe hier ein Stück Stylefix Filz genommen, einfach damit es nicht ausreißt nachher. Ihr macht euch einen Punkt 5,5 cm von dieser Rundungskante hier entfernt und das sind dann genau 12 cm beziehungsweise Entschuldigung, 7 cm jeweils bis zum Rand. Dort markiert ihr euch den Punkt, dann nehmt ihr euren Knopf zur Hand, das ist das Teil, wo also dieses Teil mittig daran legen. Nun passt meine Markierung schon fast, also das ist die Mitte und bis dahin gehen auch die diese beiden Dornen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier und hier ein kleines Loch in den Stoff bringen. Am besten macht ihr das mit einem Nahtauftrenner und es sollte so 3 bis 4 mm lang sein. Stege im Schnittmuster heißt es Stege. Also ich würde mir das jetzt nehmen
und würde einfach einmal mittig reinstechen. Also natürlich, wenn die Stege so rum da rein sollen, könnt ihr sehen, da muss das Loch natürlich, oder der kleine Schlitz natürlich so rum gehen, und ich habe die so rum gemacht. Ich mache jetzt also nochmal die andere Richtung größer. Und hoffe, dass der Stoff mir das verzeiht. Scheibe fest dagegen drücken und die Stege nach außen weg. So, um das Außenteil anzubringen, lege ich hier schon mal mein Handy rein, das ist ja ein bisschen höher. Dann wird das Ganze zusammengeklappt. Und wenn ihr das jetzt zuklappt, dann könnt ihr euch hier markieren, wo euer Unterteil bzw. Oberteil vom Magnetknopf hin soll. Genau da, wo meine Nadel steckt, soll mein Knopf, die Knopfmitte sein. Ihr müsst natürlich, bevor ihr das durchstecht, das Futterteil wegklappen und nur durch das bei mir jetzt Kunstleder arbeiten. Auf dem Innenfutterteil die Wendeöffnung markieren. Das ist einfacher als hier, außer ihr habt da auch Baumwollstoff. Ich habe die Nadel hier unten eingestochen und hier aber bin ich unter der Plastikfolie geblieben, damit ich da keine Löcher drin habe. 12 cm ist empfohlen. Dann werden die beiden Teile rechts auf rechts zusammengelegt. Rundherum ein bisschen feststecken oder klammern. So, jetzt zusammennähen. Hier ist meine Wendeöffnung. Hier fange ich an, verriegeln, ganz drumherum nähen, am anderen Ende der Wendeöffnung aufhören und hier wieder verriegeln. Nahtzugabe zurückschneiden, 2-3 mm, nicht dort, wo die Wendeöffnung ist. Die Ecken quer zurückschneiden. Bei der Rundung habe ich so kleine Zacken rausgeschnitten. Jetzt könnt ihr wenden, die Rundung schön ausarbeiten. Am besten geht das mit einem Essstäbchen und natürlich auch die Ecken. So sieht es von der anderen Seite aus. Jetzt wird die Nahtzugabe noch nach innen geschlagen und rundherum einmal gebügelt. Und zwar so, dass die Naht wirklich am Rand landet. Jetzt noch einmal ganz drumherum nähen. Damit ist meine Almut fertig. Ich finde, es ist ein toller Organizer. Das macht sicher Spaß, ihn zu benutzen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ihn zu nähen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.